Ja, ich möchte den Teil 2 beginnen mit einem kleinen Vortrag, den ich als PowerPoint mal vorbereitet hatte und jetzt einfach benutze. Und für die Motivation und die Einführung und was dahinter steckt, vielleicht erstmal ein paar Informationen geben kann. Also, ich möchte Ihnen zeigen, wie man mit Xamarin Forms, ein Bestandteil des Visual Studio von Microsoft, wie man damit Apps entwickeln kann und warum man das damit machen könnte, nicht muss und was für Vorteile sich da heraus entwickeln könnten. Man muss es einfach mal gesehen haben. Wir machen ja eigentlich nur im Grunde 4 Wochen Vorlesung. Das heißt, ich kann Ihnen auch nur einen ganz kleinen Mini-Schnupperkurs reingeben und Ihnen zeigen, was ich inzwischen alles seit 4 Jahren damit gemacht habe. Also, wichtig ist, natürlich ist es eine Entwicklungsumgebung unter Windows und Windows 10. Und da haben immer Leute Schwierigkeiten. Muss das denn unter Windows sein? Das geht doch auch mit Linux und alles. Ich bin halt überzeugt davon, dass Windows noch eine viele Jahre weit verbreitete Plattform sein wird, auf der auch Apps laufen sollten. Es ist eine weit verbreitete Plattform. Und wir Ingenieure müssen mit Windows zurechtkommen, natürlich auch mit anderen Betriebssystemen, aber im Wesentlichen Windows, weil das sind die Rechner, die letztendlich in den Laboren rumstehen. Jetzt ist Windows 10 schon sowohl für Mausbetrieb wie bisher auch die anderen alten Windows-Versionen geeignet. Aber inzwischen haben die auch den Umstieg in den Touch-Betrieb geschafft. Es gibt also auch UWP-Apps, Universal Windows Program Apps, UWP, ne? Die also jetzt inzwischen auch mit dem Surface zum Beispiel, mit dem ich ja hier arbeite, auch ermöglicht, dass man Touch-Bedienung hat wie auf einem Handy. Das, was Apple noch nicht so richtig geschafft hat, das, was auf dem macOS noch nicht richtig läuft, weil die haben da auch noch nicht ja, irgendwie ein vernünftiges Konzept. Auf jeden Fall, Windows ist da, denke ich mal, auf einem guten Weg. Und wir sollten nicht vergessen, es gibt 1,5 Milliarden Geräte weltweit, die mit Windows laufen. Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Das war jetzt April 2019. Gut, das ist schon jetzt schon ein bisschen her. Wird sich aber nicht so dolle verändert haben. Da liefen tatsächlich noch 36% Windows 7 Rechner. Selbst XP Rechner gibt es da noch. Aber eben schon 44% aller Rechner auf Windows 10. Dann gibt es ein bisschen Mac OS, ein bisschen Linux und noch so ein altes Zeugs. Und ja, Chrome wird vielleicht jetzt kommen mit den Chromebooks. Also da wird sich sicher auch was tun. Aber hier oben sind wir sicherlich im dicken Segment drin. Und die Windows 7 Leute werden auch irgendwann auf Windows 10 den Umstieg schaffen. Also man muss da schon realistisch sein, wenn ich für Windows-Rechner Apps schreibe, dann können die ganz schön viele Leute benutzen. Woher kommt Xamarin? Das klingt so ein bisschen chinesisch, ist es aber nicht. Vielleicht wissen Sie ja noch, dass Windows auch ein Phone rausgebracht hat, WinPhone. Als ich mir das vor 2 Jahren mal kaufen wollte beim Mediamarkt, hörte ich denn, das gibt's nicht mehr. Es ist einfach gefloppt, weil, und der Hauptgrund ist, weil es nicht genügend Apps gab, die unter Windows Phone liefen. Das heißt, die Apps, die die Leute haben wollten, die gab es einfach unter Windows Phone nicht. Und das hat Microsoft natürlich, daraus hat Microsoft gelernt. Es gibt viele Entwicklungsfirmen, die Apps erzeugen. Die haben einen Entwickler, der macht das für iOS und die haben dann einen zweiten Entwickler, der macht das für Android, hatten aber keinen, der das für UWP macht. Das heißt, es war einfach das System war nicht vorbereitet auf dieses Windows Phone. Da haben sie also echt einen Fehler gemacht und damit ist das Ding einfach gefloppt. Wenn man jetzt einfach mal guckt, was für Betriebssysteme in Deutschland, also auch alles April 2019, Stand hier bis Januar 2019 ist es gemessen. Dann sieht man, hier gibt es Schwankungen bei Apple und hier die große Masse sind die Android-Handys.
Ob inzwischen da was Neues auf dem Markt ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber die beiden dicken Marktführer sehen Sie hier und iPhones sind immer noch deutlich ein Viertel von Android. Ja, wenn man sich die Liste anguckt, wie viele Smartphones es so gibt, auch das nur eine Liste, ich habe das ein bisschen gegoogelt, die geht nur bis 2017, da wird sich aber an der Kurve auch nicht so viel geändert haben. Da sieht man, dass es dicker Batzen Android-Handys gibt, dann einen zweiten dicken Batzen iOS-Handys und dann hier praktisch verschwindend gering irgendwelche Zwischenlösungen, die alle inzwischen verstorben sind. Also man muss damit rechnen, dass man, wenn man eine App erstellt, dass sie auf iOS und Android laufen muss. Ja, wie hat Microsoft reagiert? 2015, 2016 etwa. Die haben Geld in die Hand genommen, haben sie ja, um irgendwie in den Markt zu kommen. Die Idee, die Hauptidee, die sie verfolgen, ist die, dass sie ein Werkzeug erfinden wollten und erfunden haben, mit dem man quasi Android-Apps und iOS-Apps erstellen kann, mit der also aber quasi auch eine UWP-App mit abfällt. Das heißt, wenn man die Programmierer der Apps dahin bringt, mit diesem Tool zu arbeiten, werden praktisch Apps für diese drei Betriebssystemplattformen mit erzeugt. Und wie gesagt, UWP-Apps laufen auf Windows 10 Rechnern. Wenn Sie einen Touchscreen haben, können Sie die mit einem Touch bedienen. Es gibt keine WinPhones mehr, aber es gibt natürlich Millionen, bald Milliarden Geräte, die mit Touch bedienbar sind unter Windows. Und die können dann gleichzeitig mit bearbeitet werden. Dieses Konzept könnte gerade kleine Firmen überzeugen, für ihre Produkte kleine Komfort-Apps anzubieten. Wenn also einer Lampen verkauft, dann kann dieser Lampenhersteller sagen, ich möchte eine App haben, wo ich meine Lampen mit fernsteuern kann oder was auch immer, wo ich meine Kaffeemaschine fernsteuern kann. So eine kleine App für solche Spezialanwendungen muss man nicht von großen App-Firmen erstellen lassen, die dann natürlich Zehntausende von Euro dafür haben wollen, sondern da kann man vielleicht seinen neuen frischen Ingenieur mit beauftragen, schreibt mir mal so eine kleine App. Und dann hat man den Source Code und alles natürlich in der Hand. Für solche Sachen könnte jetzt das, was kommt, interessant sein. Es gab eine Firma, die hieß Xamarin, die konnte Apps entwickeln. Und Microsoft hat die komplette Firma aufgekauft 2015, hat also quasi Millionen in die Hand genommen, um diese Entwickler ja, bei sich zu integrieren und insbesondere auch das Cross-Plattform-Produkt, was ich hier vorstellen möchte, haben sie praktisch mitgekauft und sind immer noch auch dabei, das in Visual Studio zu integrieren. Und seitdem kann man also mit diesem Visual Studio, mit der Einstellung, die natürlich jetzt in den folgenden Videos alles noch kommt, Apps erzeugen, schreiben in einer Sprache, die auf nicht nur Milliarden Android-Geräten läuft, sondern auch auf Millionen, Hunderte von Millionen iOS-Geräte, iPads, iPhones. Und auf 1,5 Milliarden Windows-PCs, wenn sie alle von Windows 7 dann auf Windows 10 dann mal umgestellt haben. Und ja, was soll man dazu sagen? macOS geht noch nicht. Sie sind dabei, aber zurzeit geht es noch nicht. Und ich denke mal, wenn ich Programme schreibe, die auf zu 3, 4, 5 Milliarden Plattformen der Welt laufen, bin ich als Ingenieur eigentlich ganz happy. Wenn es nicht unter Linux geht, stört mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, seit 3 Jahren arbeite ich mit diesem Tool, das in Visual Studio 2019 noch integriert ist. Ich zeige Ihnen, wie Sie das finden können. Sie müssen halt bei der Installation, müssen Sie diese Mobile-Entwicklung mit Net natürlich mit installieren. Das heißt, Sie müssen Ihren, wenn Sie es noch nicht finden, müssen Sie Ihren Installer anschmeißen und dann entsprechend die Xamarin-Plugins mit installieren. Und ich empfehle die Cross-Plattform. Das ist noch ein Menü, das aus einer älteren Version des Visual Studio kommt.
Da sehen Sie, man kann für iPhone, iPads Native-Entwicklung machen mit Visual Studio. Man kann mit Android Native-Entwicklung machen. Klar, kann man. Und man kann natürlich auch UWP-Entwicklung machen, Windows Universal. Das heißt aber, dass Sie drei verschiedene Tools kennenlernen müssen. Deswegen würde ich jetzt immer sagen, mich hat das überzeugt, das Konzept, dass man sagt, ich nehme diese Cross-Plattform-Geschichte von Xamarin. Da haben Sie eine Oberfläche, die Sie lernen müssen. Da haben Sie einen Code, den Sie schreiben. Und den drücken Sie auf den Knopf und den fallen für drei verschiedene Plattformen die entsprechenden Programmversionen heraus. Das heißt, ich lerne nur, wenn ich Anfänger bin, ich lerne nur ein Tool, eine Sprache, eine Oberfläche und kann damit alles machen. Was Besseres geht doch gar nicht. Gut, zu WinIoT vielleicht noch ein Wort, weil das gehört mit dazu. Analyse, die ich hier letztes Jahr gemacht habe, kann man feststellen, dass also WinIoT auf Raspberry auf jeden Fall läuft. Dafür gibt es das, dafür haben wir das im Labor. Es gibt auch andere Embedded-Systeme, Dragon Board und Minnow Board, kenne ich selber nicht. Google, ne, habe ich Google gefragt. Die bieten auch schon das Betriebssystem WinIoT für ihre Embedded an. Das wird sicherlich auch noch steigen. Also ich zeige Ihnen, wie dieses Cross-Plattform-Wickeltool auch für WinIoT eine Version erzeugt und das auf unserem Raspberry praktisch dann auch mit einem Touchscreen, Farbbildschirm wunderbar läuft. Ja, das ist allerdings jetzt, WinIoT ist kein richtiges Windows 10 oder sowas, ein stark abgespecktes Windows, aber damit kann man Embedded Systems gut steuern. Also wir haben damit auf jeden Fall unsere Applikationen wunderbar installieren können. Also da werden Sie auch noch auf jeden Fall eine Vorführung sehen. Das zu der Zeit, wo ich diese Präsentation geschrieben habe, ging immer nur eine App zur Zeit. Das ist kein Multi-App-Programm, sondern ich mache mit einem Raspberry eigentlich immer da nur ein Programm zur Zeit. Wenn das auch verschiedene Programmunterteile sind, kein Problem. Aber es läuft immer nur eine App zur Zeit. So, jetzt, wie löst man jetzt, dass die Hardware von einem iPhone deutlich unterschiedlich ist als im Vergleich zu einem Android-Handy und einem UWP-Surface-Rechner? Dazu gibt es jetzt verschiedene Lösungen, die Xamarin anbietet. Man kann in der User Interface App kann man abfragen, auf welcher Plattform man sich befindet und dann entsprechend irgendwelche Zahlenwerte anpasst. Wenn wir auch noch ein Beispiel versehen, werden eigene Codes für diese Plattform benötigt, was natürlich auch ab und zu vorkommt, gibt es einen sogenannten Dependency Service, der einem das Interface dazu liefert, dass man jetzt plattformabhängigen Code natürlich auch in C-Sharp schreiben kann, die dann für die einzelnen Projekte der einzelnen Plattformen individuell dann benutzt werden. Seit vorletztem Jahr gibt es unter dem Stichwort Xamarin Essentials jetzt ein Paket, mit der diese Plattformabhängigkeiten quasi gelöst werden sollen. Da werden praktisch Module angeboten, die von Xamarin, also von Microsoft damit, fertige Interfaces für alle möglichen Sensoren und Aktoren der Mobile Phone zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel hier zu sehen, der Accelerometer oder die Barometer-Geschichten. Also die Apps haben ja heute Tausende von Sensoren, die natürlich alle Hardware verschieden sind. Aber man kriegt quasi mit diesen sogenannten Essentials, kriegt man jetzt eine Schnittstelle, wo ich von meinem Oberflächenprogrammierebene hier mit einem einzigen Code diese Dinge ansprechen kann. Und diese Essentials übersetzen dann die entsprechende Anforderung in die einzelnen Plattformen hinein. Also
Man kriegt quasi hier fertige Module, Interface-Module, wo ich dann mein Gyroskop, mein Geocoding, mein Flashlight ansprechen kann, also mein E-Mail-Programm ansprechen kann, SMS schreiben kann. Ich kann hier Text-to-Speech und Speech-to-Text machen. Also das ist alles hier soweit vorbereitet. Orientation-Sensor, den Browser öffnen, wie kann ich an die Maps-Geschichten rankommen. Das ist alles hier in Xamarin Essentials fertig vorbereitet und als Modul vorhanden. Und da braucht man also keine Angst mehr haben, dass man an diese entsprechenden Sensoren nicht rankommt. Also nochmal zur Zusammenfassung. Die Vorteile dieser Xamarin Cross-Plattform-Lösung ist, ich habe ein Anwendungsprogramm in C#. Das ist identisch für alle vier Plattformen. Wenn ich eine Programmänderung habe, eine Stelle ändern, auf allen Plattformen kommt die Änderung sofort an. Ich kann zum Beispiel, das werde ich Ihnen auch zeigen, Module aus der alten Windows-Formwelt, viele Module, die nicht gerade Bedienoberfläche sind, ne? Aber wenn das Algorithmen sind, kann ich eins zu eins importieren. Das habe ich mit einem Microtimer gemacht, der auf dem Raspberry Pi läuft. Das habe ich mit meiner Punkt-Komma-Problematik gemacht, die es auch auf Android und iOS gibt. Und ich habe einfach mal eine Reuter-Identifikation, die ich also in der Regelungstechnik benutze, eins zu eins übernommen und diese läuft jetzt auf diesen vier Plattformen ohne eine einzige Codeänderung. Das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen. Die User-Interface-Geschichten ist bei allen vier Plattformen nun komplett identisch. Das heißt, ich entwickle einmal eine Oberfläche und die läuft dann auf diesen vier Plattformen für 1 Million Endgeräte. Was will ich da mehr? Ja, und das funktioniert auch auf dem Raspberry. Ne? Das ist ja das Irre. Ich kaufe ein Touch-Display, schließe das Touch-Display sowas das haben die 95 Euro, kaufe ein Raspberry für 40 Euro, lade kostenlos das WinIoT runter, schmeiße meine App drauf und ich habe einen Embedded-Rechner mit Touch- und Farbdisplay mit meiner Software laufen. Ja, was will man eigentlich mehr? Ja, vielleicht noch zu iOS ein Wort. Apple macht immer Schwierigkeiten, wenn man irgendwas für Apple-Geräte machen will. Das geht natürlich nicht direkt von Visual Studio auf mein Windows, sondern die iOS-Codierung macht das Apple-Programm Xcode. Und dieses Apple-Programm Xcode läuft nur auf einem Apple-Rechner, auf einem Mac. Kein iPad, kein iPhone, sondern wir brauchen einen Mac. Da kommen wir nicht drum rum, wenn wir iOS machen wollen. Der muss angeschafft werden, ob es ein MacBook ist oder ein richtiger Mac ist oder ein Mac Mini. Den muss man haben, da muss man dort Visual Studio installieren, das ist kostenlos für Mac. Eine Visual Studio Version für Mac gibt es kostenlos und Xcode ist auch kostenlos. Das heißt, die muss ich vorinstallieren. Dann muss dieser Mac natürlich in meinem lokalen Netzwerk ansprechbar sein. Ich brauche eine Kopplung mit WLAN oder mit Kabel. Es geht nicht. Wir haben also Schwierigkeiten gehabt, diese Kopplung in der Technischen Hochschule durchzuführen, weil dort die Firewalls zu restriktiv sind. Das heißt, da mussten tatsächlich dann unsere chinesischen Studierenden, die mit ihrem Laptop an den Mac ran wollten, eine Kabelverbindung erstellen oder unsere Desktop-Rechner benutzen. Also da kann es manchmal Schwierigkeiten geben. Wenn ich das hier bei mir zu Hause mache, überhaupt kein Problem. Wenn die dann gekoppelt sind, dann kann ich sogar ein iPhone-Emulator auf meinen Windows-Rechner ziehen. Das heißt, dann liefert mir quasi Visual Studio oder Xcode oder wer auch immer, liefert mir einen iPhone-Emulator auf mein System. Läuft sehr langsam, weil man da tatsächlich in der Emulation viel rechnen muss. Also am besten ist es, man schließt dann iPhone direkt an den Mac an und dann kann man direkt seine App auf dem iPhone angucken. Ja, und da schließt man also iPhone und iPad an, das haben wir alles schon gemacht. Und dann kann man dann entsprechend das auf sein Gerät laden.
Dazu muss man einen Developer-Account bei Apple haben. Den einzurichten ist beliebig zeitaufwendig und schwierig und kompliziert, aber wir haben es gemacht. Ich habe einen Developer-Account. Dann habe ich quasi die Freiheit, Apps für iOS-Handys zu schreiben. Ja, mit entsprechender Zertifizierung kann ich dann sogar diese Programme im Apple Store verkaufen. Wir haben also uns entschieden für so ein Apple Mini. Der Apple Mini, das ist hier diese Silberkiste. Da kann man Display anschließen, Tastatur, Maus anschließen und eben über USB mein iPhone anschließen. Und dann sieht man da, Sie sehen vielleicht hier entsprechend die Software auf meinem iPhone. Da diese Symbole hier, das sind die typischen Xamarin-Symbole. Wenn ich keine eigenen Symbole mache, dann kann ich, sehe ich dann meine Apps mit dem Xamarin-Symbol auf dem Mac. Ja, soweit erstmal. Mit den Details geht es dann im nächsten Video dann gleich los.